Hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir einiges an Materialien uns in der Mine besorgt. Wir haben jede Menge Steine geholt. Wir haben jede Menge Erz bekommen. Naja, nicht jede Menge, aber einiges an Kupfererz. Das könnten wir eigentlich mal in unseren Ofen tun. Das Blöde ist immer, dass wir nur 5 zur Zeit machen können. Wir bräuchten eigentlich mehrere Öfen, um es leichter zu haben. Und dann wollen wir heute mal schauen, was wir bauen. Wir brauchen immer noch Eisen, damit wir die Sprinkler herstellen können. Einmachgefäß macht aus Gemüse eingelegtes und aus Früchten Marmelade. Könnten wir uns eigentlich mal bauen. Wir haben ja jede Menge Stein. Jetzt 40 Holz brauchen wir. Stein. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns mal ein Einmachgefäß. Fertig. Zack, da haben wir es. Wir können gleich mal das historische Saatgut wegbringen. Und haben wir Geoden, wenn wir sowieso darunter gehen, dann können wir die da auch gleich abliefern. So, mal eben gucken, dass der eine Kupferbahn fertig wird. Und dann können wir direkt neues Kupfer reintun. Können wir gleich mal auf den Kalender gucken, wie lange der Frühling jetzt noch geht. Der müsste noch 2-3 Tage sein. Wo sind wir? Wir sind da. Also, wenn ich das hier richtig verstehe, heute und morgen noch. Durchweichte Zeitung, die bringt natürlich nicht viel. Aber man kann ja auch Glück haben, dass da was anständig drin ist. Ach, wir hätten uns da ein Einmachgefäß natürlich auch aufstellen können. So, haben wir das jetzt überhaupt mitgenommen? Ja, da ist es. Aber wir müssen noch eine Stunde warten, bis wir rein können. Hier ist auch noch nicht offen. Nee, 9 bis 16. Wir haben 8.10 Uhr. Oh, hier ist sogar schon offen. Dann können wir ihn mal dem Museum spenden. Und das historische Saatgut packen wir mal nach hier oben. Neue Belohnung. Bin ich ja mal gespannt. Wo ist denn unsere Belohnung? Belohnung abholen. Uralte Samenrezept. Oh, wir haben ein Rezept dafür bekommen und die uralten Samen. Also bringt es auf jeden Fall was, die hier immer abzuliefern. Schauen wir uns oben mal an, ob dazu noch irgendwas steht. Da steht nichts weiter. Können wir jetzt einmal zum Schmied die Geoden noch öffnen. Und dann könnten wir mal gucken, was kostet denn das Saatgut. Haben wir ja das Rezept bekommen. Ach, dafür brauchen wir jetzt das historische Saatgut. Daraus können wir dann uralte Samen herstellen. Okay. Ja, für die anderen Sachen brauchen wir alle noch ein bisschen. Ah, 10 Minuten warten. Da haben wir 9 Uhr. Zack, können wir zu ihm. Werkzeuge verbessern. Ja, Stahlspitzhacke. Wir bräuchten Stahl auf jeden Fall. Erstmal die Geoden aufbrechen. Weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wo wir Eisen herkriegen. Kalkstein. Den Kupfererz. Immerhin. Das Schöne ist, Ekoid, die brauchen wir bestimmt auch alle später noch. Kupfererz, und was kommt da noch raus? Zwergischer Helm, das ist doch bestimmt irgendwas, was wir wieder abgeben können. Wir könnten Eisenerz holen, aber wir brauchen 5 Eisenerz, um ein Barn zu bekommen. Also würde es sehr teuer werden. Das lohnt sich meiner Meinung nach im Moment noch nicht. Können wir ihm eigentlich irgendwie was schenken? Wir vielleicht bessere Freunde mit ihm werden, aber was haben wir? Ah, ich will ihm. Ich weiß nicht, was ist, wenn ich ihn Kupferbahn, ob ich ihm gleich den ganzen Stack gebe.
So, zwergischer Helm, Artefakt. Passt ja gerade, dass wir hier sind. Dann gehen wir doch gleich mal wieder rein. Museum spenden. Dann schauen wir mal, was das bringt. Wir können auch noch... Dann spenden wir das auch mal. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt als Belohnung bekommen. Blumenkohlsaat. Naja, nicht die tollste Belohnung, aber immerhin. Wir können auch den Mut. Ach, das können wir auch noch. Ja, dann geben wir das auch noch, dass wir alles einmal hingegeben haben. Kriegen wir wohl immer, wenn wir zwei Sachen abgegeben haben. So. Dann gehen wir erstmal wieder zu unserer Farm. Leeren das Inventar. Machen noch ein paar Kupferbahnen. Und stellen unser Einmachgefäß auf. Und wir haben ja ein paar Früchte, die müssten wir da eigentlich reintun können. An die Mine und die Tiere. Aber dafür brauchen wir noch viel mehr Gold. War da nicht. Ja, viel mehr Gold bräuchten wir dafür. Ich glaube, das hatte 5.000 oder 10.000 gekostet, um das zu bauen. Dafür muss unser Feld erstmal noch ein bisschen größer werden. Ah, das wollte ich natürlich nicht. Der soll da stehen bleiben. Ich wollte ihn wieder anfeuern. Fest. Kommt hier rein. Frühling muss man pflanzen, der ist gleich vorbei, also kann das hier rein. Könnten wir eigentlich mal aussehen. Ah, Eimer brauchen wir. Rein. Leitung. Und den Müll. Stellen wir mal hier eben auf. Da rein tun. Da rein. Bringt nichts. Kupferbahn. Aber so eine Beere, die müsste doch reingehen. Zack. Und da sind welche drin. Wie lange das dauert. So. Brauchen wir die Saat? Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Da brauchen wir natürlich auch. Ja. Da müssen wir einpflanzen. Schauen, was dabei rauskommt. Wie funktioniert das? Wie schön. Ach, müssten wir... Ah, okay, da ist das... Ah, gut. Gut zu wissen für... Ich glaube, wir brauchen echt noch ein paar mehr Öfen. Beiden. Kupfererz und Stein. Könnten wir uns natürlich noch einen zweiten machen, aber ich weiß natürlich nicht, ob es noch irgendwie einen größeren gibt, der uns nachher mehr bringt. Naja, dann lassen wir das erstmal. Hier unten sind einige Tannen, würde ich sagen. Fällen wir mal wieder ein paar. Mal die Axt holen. Und dann sorgen wir mal dafür, dass Licht hinkommt. Da wächst auch schon eine neue. Also alles kein Problem. Alles mitkriegen. Auch noch weg.
Weiß nicht, ob die Obstbäume da oben zu dicht zusammenstehen, ob die überhaupt was tragen können. Auch noch den weg, den da unter können wir auch noch wegnehmen. Dann haben wir die Zeit auch ganz gut genutzt. Auf weg. Holz werden wir bestimmt noch einiges brauchen. Schon allein, um die Gebäude noch zu bauen. Ich glaube, da mussten wir Holz mitnehmen. Holz und Gold. Ich hoffe, unsere Fähigkeiten steigern sich auch mal wieder. Auch noch weg. Daher ist es auch gar nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen Holz hatten. Ah, da sind die Sachen ins Wasser gefallen. Noch ein... Hallo? Das nicht. Lassen. Auch nichts. Die wachsen wieder relativ zusammen. Kupfer nachschmeißen. Einmal um noch irgendwelche wegnehmen. Da wächst ein Pilz, habe ich gerade gesehen. Da haben wir wieder einiges voll. Was auch wieder fertig. Ah, wir haben keine Kohle mehr. Gut. Dann können wir so erstmal reintun. Da rein, das kommt rein. Die Kanne brauchen wir eh gleich. Das kommt drüben rein, das Saatgut auch. Kiefertapfen. Das auch. Erstmal Pfanne werden wir gleich brauchen. Da es eh schon spät ist, lohnt noch irgendwas anderes zu machen. Beenden wir mal den Tag. Schauen wir mal wieder wegen der Soßen. Da können wir wieder was Neues lernen. Omelette haben wir gelernt. Einmal den. Auch immer noch. War leer. Könnten mal zum Zauberer hingehen, ob der irgendwie hat. Und morgen können wir dann endlich Saat kaufen für den Sommer. Haben wir bei ihr eigentlich schon mal drinne? Da könnten reingucken. Ah, und die Uhrzeit ist natürlich einer da. Brauche ich gar nicht erst dahin gehen. Da wohnt natürlich hier ganz am Außenrand. Ah, war das hier? Nee, da ging es. Tanzfest. War das hier um? Oh. Ich würde gern Lehrling finden. Anbieten. Dafür müssen wir ihm wahrscheinlich mal was vorbeibringen, irgendwie was schenken können. Aber ich wüsste im Moment nicht was. Stellen wir hier nochmal ein paar Bäume. Holz mit.
gucken wir, dass wir den Tag noch rumkriegen. Im Zweifelsfall erhöht sich unsere Effektivität von der Axt. Und dann können wir morgen auf jeden Fall ein neues Rad kaufen, Geld anlegen. Spannend, was es gibt für den Sommer. Müssen gucken, wie viele Tage wir dann was machen. Ich würde ja, wie gesagt, gerne Eisen haben, aber ich weiß noch nicht, wo wir das kriegen, ob wir das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon bekommen können oder nur kaufen können. Aber kaufen wäre natürlich ein bisschen teuer. Der Sprinkler kostet 1 Bahn. Das wäre nicht wirklich günstig. Fällt da irgendwas rund, oder? Scheinbar nicht. Also fällen wir ihn ganz nur. Noch und dann auch wieder nach Hause gehen. Ich hatte eben schon überlegt, ob wir mal versuchen, die Axt zu upgraden. Aber dann hätten wir nachher im Zweifelsfall nicht mehr genug Gold, um neue Saat zu kaufen. Das wäre, da wir da schließlich mit der meisten Steine rum Fleisch brauchen wir nicht, Rettung auch nicht. Nicht Qualitätsdünger, Batterie. Okay, seltsame Saat. Im Herbst aussehen. Braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Würde ich ja schon gerne probieren, aber 1000 Gold ist sehr viel für uns. Später mehr haben, dann können wir uns auch sowas mal leisten, was dabei rauskommt. Aber im Moment sollten wir das ansparen. Bäume wachsen ja auch immer mehr. Können wir wohl auch den mal klein machen, überhaupt noch durchkommen. Brauchen wir eine bessere Axt. Lagern wir mal Sachen. Holz. Das. Nein, steht nicht frei. Also könnten wir eigentlich aussehen. Auch und dann gehen wir die einfach mal aus und schauen, was passiert. So, und dann würde ich sagen, beenden wir den Tag. Dann müssten wir den Sommer erreicht haben. Eben vom Land. Gott findet. Der Sommer ist da. Aber dann würde ich an dieser Stelle sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.